Schatz, ich bin mal kurz auf YouTube, Video machen. Controller. Basisstationen. Webcam. Und 3, 2, 1, los! Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Herzlich willkommen in der virtuellen Realität. Wie ihr seht, ich hab hier schon wieder Streifen auf der Stirn. Ich war relativ lange im Spiel. Das liegt aber nicht daran, dass der Review jetzt so lang dauert, sondern es war einfach so, dass mein Mikrofon beim ersten Mal nichts aufgenommen hat. Das ist Frust pur, aber dafür habe ich es direkt anschließend nochmal gemacht und drum kriegt ihr jetzt zu sehen Battle of Kings, ein Tower Defense Spiel, ein richtig schön gemachtes Spiel mit Multiplayer. Guckt es euch im Checkup an. Ja Leute, herzlich willkommen im Checkup, im neuen Design meines Checkups. Ich habe mir erlaubt, mich selber ein bisschen in Szene zu setzen. Ich habe mein Logo ein bisschen umgewandelt und mich selber reingesetzt. Das sollte ein bisschen dynamischer sein. Das alte war mir mit der Zeit ein bisschen zu langweilig gewesen. Schreibt mir doch mal unten rein, wie euch das gefällt. Ist das etwas, was ich so drin lassen kann, soll, oder möchtet ihr die viereckige Box lieber wieder sehen? Aber was ihr jetzt auf jeden Fall sehen wollt, das ist ja das Spiel, und zwar Battle of Kings. Das ist ein Tower Defense Spiel und ich bin jetzt nicht so der absolute Crack, was diese Spiele anbelangt. Ich kenne solche Spiele von meinem Smartphone. Wenn mir langweilig ist, da ist so ein Spiel drauf. Frag mich nicht, wie es heißt, aber da kann ich genau das gleiche machen wie hier. Und ich kann einfach nur von der technischen Seite her bewerten, das Spiel ist sauber, richtig sauber gelöst. Wir haben sehr eine gute Grafik. Man kann sie zwar nicht einstellen, aber die ist schon von Haus aus gut gemacht. Das ist alles sehr detailreich. Die Menüführung ist gut. Wir haben richtig schöne Menüs, wie man sich das von einem Profi-Werkstatt eigentlich gewöhnt ist. Wir haben eine wunderbare englische Sprachausgabe. Da hat sich auch jemand richtig Mühe gegeben. Also von meiner Seite her, für dieses Genre gibt es 2 Daumen hoch. Das ist richtig cool gemacht. Und da kommt auch noch mehr. Also das ist ja noch im Early Access. Und ich glaube, da wird mehr kommen. Und was auf jeden Fall schon mal drin ist, ob es funktioniert oder nicht, weiß ich nicht, weil ich war ziemlich alleine hier drin. Das ist der Mehrspieler-Modus. Und da könnt ihr mir doch einfach mal schreiben, entweder bei Discord in der deutschen VR-Gemeinde, der Link ist unten drin, oder hier bei YouTube. Wenn ihr mal Lust habt, das mit mir zu zocken, wenn ihr das gekauft habt, dann machen wir mal eine Aufnahme zusammen und schauen mal, ob das wirklich so cool ist, wie es jetzt aussieht. Das Ganze kostet auch nicht unbedingt sehr viel. Das ist hier in der Schweiz, sind das die 8 Franken 92. Sehr spezieller Preis. Wir haben nicht in der Schweiz keine Abgrenzung unter 5 Cent, beziehungsweise hier sind das 5 Rappen. Das wird wahrscheinlich auf 8,90 runtergerundet werden, ist interessant, aber das wird auch in Deutschland wahrscheinlich so um die 9 bis 10 Euro kosten. Das ganze Spiel müsst ihr nicht im Stehen spielen, ihr könnt das auch im Sitzen spielen, ihr habt volle Controller-Unterstützung, also wirklich qualitativ richtig schön gemacht. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, ist für alle 3 Brillen hier verfügbar, HTC Vive, Oculus Rift und die Windows Mixed Reality, und schaut euch am besten das Gameplay an. Ja Leute, herzlich willkommen im Gameplay, und wenn man das Spiel startet, so wie ich zum zweiten Mal, weil die erste Aufnahme nichts geworden ist, dann sieht das trotzdem so aus, man befindet sich im Wasser, im Hintergrund sieht man 3 Inseln, eine grüne, eine beschneite und eine, ja, Arizona Sunshine mäßige Insel. Und wir haben ein Hauptmenü vor uns, da können wir auswählen zwischen der Kampagne, Battle, das ist der Multiplayer-Anteil, Settings und Exit. In den Settings, da erwartet euch jetzt nicht wahnsinnig viel, ihr könnt noch sagen, mit welcher Hand ihr eigentlich steuern wollt. Ja, die hier ist, glaube ich, für nichts nachher. Wir können die Musik ausschalten oder den Sound, aber wir können es nicht lauter oder leiser machen, Voodoo. Okay, gehen wir zurück. Kampagne zeige ich euch jetzt mal. Und da ist als erstes mal hier diese Insel schon freigeschaltet. Und
Ihr seht, ich habe hier schon drei Levels gespielt. Das erste hier, das ähnelt sehr einem Ingame-Tutorial. Das fängt auch wie ein Ingame-Tutorial an und dann kommt aber hier direkt in diesen zweiten Part und ich würde auch sagen, wir überspringen das Ingame-Tutorial. Ich erkläre euch jetzt das mal, wie das funktioniert, weil so schwierig ist das jetzt auch nicht. Sagen wir hier Play. So, und was ihr hier schon mal zu sehen bekommt, das ist doch mal eine richtig schöne Grafik. Wir hauen hier noch ein paar. So. Auf diese Holzklötzchen hier kann man drücken und dann bekommt ihr euren Kreis mit den verschiedenen Waffen, die ihr auswählen könnt, um hier rumzuballern. Ja, der hier geht ins Dorf. Den habe ich nicht mehr erledigt. Das war jetzt strategisch wahrscheinlich ein bisschen schlecht, dass ich die Waffe da hinten platziert habe. Die hätte ich lieber hier vorne hinnehmen müssen. Und was machen wir? Dann setzen wir da noch einen hin. Ziel ist es. Da kommen die Horden aus diesem Portal und ich muss die aufhalten, indem ich hier solche Türmchen baue. Die Armbrust, die schießt und dieses blaue Teil hier bremst ab. So, jetzt gucken wir, dass ich die nächste Armbrust kriege. So, die kriege ich natürlich aufgrund von virtuellem Geld, was ich hier kriege. Also jeder, der, oder Punkten oder Goldmünzen oder wie auch immer, jeden, den ich hier erledige, der gibt mir hier oben, seht ihr die Anzeige, jetzt habe ich 140 Goldpunkte. Und dann kann man auch gucken, was so diese einzelnen Sachen kosten. Ne? Hier dieses Abwehrteil, das kostet 50. Und dann machen wir nochmal eins für 50. Und hier machen wir noch eine Bremse für 100 rein. So, und je mehr, dass ich von den Gegnern, von diesen Horden erledige, umso mehr Kohle bekomme ich natürlich. Und dann kann ich mir auch die schönen Waffen hier leisten. Aber den hier killen wir mal wieder. Und da machen wir noch eine Bremse rein. Und Ziel ist es natürlich strategisch, die Waffen, ihr kriegt ja dann noch mehr verschiedene Waffen, die strategisch so zu platzieren, dass möglichst keine Horden ins Dorf reinkommen. Schön rumgeballert hier. Ich muss die schon viel weiter vorher ausselektieren hier. Ja, so und jetzt. Komm, gib mir noch ein paar Punkte mehr. 90. Nochmal ein. So, da bremsen wir aus. Und hier schießen wir noch eine Runde. So, jetzt habe ich... Nee, da habe ich noch einen Platz. Da haben wir auch noch eine Armbrust drauf. Und jetzt kann ich eigentlich erstmal zugucken, wie sich das so verhält und könnte versuchen, auch wieder solche Türme abzubauen. Indem ich da draufklicke, kann ich natürlich... Ah, guck mal, ich kann ihn hochleveln. Aber das habe ich letztes Mal gar nicht gewusst. Ach, das ist ja interessant. Ja, das machen wir natürlich. Dann leveln wir doch alles mal ein bisschen hoch hier. Haha, Maximum. Und der hier auch aufs Maximum. Ja, jetzt sieht das Ganze schon anders aus. Zieht euch das rein. Ja, hätte ich das gewusst, dann wären da jetzt nicht die 60%, ne? Und vor allem, die sehen ja auch optisch gleich viel cooler aus, ne? So, den haben wir auch auf dem Maximum. Dann haben wir den noch hoch. So, und jetzt kommt mal ruhig. So, alles ein bisschen hochleveln hier. Kostet natürlich alles richtig Kohle, ne? Aber das lohnt sich, merke ich gerade. Ich hab das erste Mal wirklich die ganzen Levels ohne Hochleveln gespielt. Da habe ich doch noch was gelernt jetzt. Hier geht richtig gerade die Post ab. Hä? Den leveln wir auch noch ein bisschen hoch. Und den da. Und den da. Und den da. Ach, noch mehr. Komm, den voll
Kann ich den gar nicht voll ausgedacht? Der ist schon voll ausgedacht. Den noch ein bisschen höher. Aber kommen immer noch welche durch, ne? Das ist schon... Ach komm, nur ein Sternchen. Da war ich ja letztes Mal besser. Also next level. Ihr könnt euch das mal angucken, weil die werden natürlich jetzt auch größer, die Levels. Das ist der hier. Den habe ich, glaube ich, letztes Mal gar nicht fertig gespielt, weil ich ja dann schon eigentlich zeigen wollte, wie der Multiplayer funktioniert. Da war aber keiner. So, den rüsten wir noch hoch und ja, das war's. Mehr Geld habe ich jetzt erstmal nicht. Komm, Waffe. Bis die mal reagieren, du. Und hier habe ich, seht ihr, hier habe ich eine neue Waffe bekommen, nämlich die Kanone. So. Da müssen wir noch ein bisschen was hinsetzen. Und hier vorne muss ich unbedingt bremsen gleich. Kann ich den hochleveln? Nee, kann ich noch nicht. Oh, 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 oh. Komm, give it. Ach nee, ich kann keinen mehr. Ja gut, die rennen jetzt ins Dorf, ne? Da habe ich nämlich keine Möglichkeit mehr, was zu machen, weil ich meine ganze Kohle ausgegeben habe für Upgrades. Ja, 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 Schnauze da. Mache ich als nächstes. Wo ist denn jetzt die Kohle auf einmal hergekommen? Level. Und den hier rüsten wir auch mal hoch, dass der mehr ausbremsen kann. Ja Leute, ich rede gerade nicht mehr viel, weil ich versuche mich ja so ein bisschen zu konzentrieren und ich bin nicht bekannt dafür, Multitasking fähig zu sein. Und den erwische ich jetzt auch nicht mehr. We need better defense next time. Da bremse ich nochmal massiv aus. Guck mal, wie viel Kohle kriege ich denn hier gerade? Bloß 25. Damit komme ich nirgendwo hin. Da mache ich noch einen Bremsklotz hin und dann kann ich hier noch mal gleich eine Kanone hinmachen. Komm, mach mal. Komm, 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 komm. So, da geht was. Und jetzt noch ein Uplevel bitte. Zack. Da gab es ein Upgrade. Da gibt es hoffentlich auch noch ein Upgrade. Und noch mal eins. Jawohl. Sehr schön. Ich habe jetzt noch gar nicht die neue Kanone hier gezeigt. Wollte ich eigentlich auch noch machen. So, dann machen wir hier noch einen hin. The battle is not over yet. The gate must be defended. Ja, jetzt warte ich mal mit Kaufen, in der Hoffnung, dass ich mir gleich hier so eine Kanone noch leisten kann. Gleich habe ich das Geld. Jawohl, da ist es auch schon.
sehr schön. Die nächste Angriffswelle kommt. Und was ich jetzt natürlich auch noch nicht gemacht habe, ist, ich habe die Kanone hier noch nicht einem Upgrade unterzogen. Das kriegt sie jetzt aber. Okay, und dann bremsen wir da vorne nochmal aus und hier stellen wir noch ein Kanönchen hin. Das ist noch gar nicht so schlecht bis jetzt. Das ist eigentlich ganz gut. Die kriegt auch noch ein Upgrade und da bauen wir noch eine hin. Die kriegt noch ein Upgrade. So, und jetzt scheint da langsam aber sicher wirklich nichts mehr durchzukommen. Meine Abwehr steht langsam. Aber es kommt immer noch ein bisschen drauf an, wie viele Horden da jetzt kommen. So, noch ein Upgrade bitte. Da noch ein Upgrade. Und die hier vorne. Die kriegt auch noch eins. Die hat schon das Maximum. Mehr geht nicht. Dann können wir jetzt hier unsere Kristalle, die die Gegner langsamer machen, noch ein bisschen upgraden. Die noch ein bisschen. Ja, so. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Es funktioniert einfach, ne? So. Ich habe 200 Punkte, aber ich kann das die hier kann ich momentan nicht hochrüsten. Dann nehmen wir die hier noch. Und die hier kriegen wir noch ein bisschen höher. Und die da. Und die da. Hier geht die Post ab. Hier kommt keiner mehr durch. Ja gut, ich konnte meine 80% jetzt halten. Aber der Anfang, der war schon... Der war nicht ganz so toll. Das ist einfach so schön animiert, ne Leute? Richtig toll, mir gefällt das. Mit Pilzen auf dem Boden, so groß wie Kühe. Da ist einer durchgerutscht. Habt ihr das gesehen? Nur 75%, du. Aber hallo. Aber hallo. Da müssen wir doch noch ein bisschen upgraden hier. Hat schon alles Maximum. Dann machen wir den hier noch. Ach, den hier kann ich noch ein bisschen upgraden. Und den hier auch noch. Und den da hinten sowieso. Und den da noch. Und hier am Anfang, da habe ich ja noch gar nichts gemacht. So. Sag mal, wohin hat die Kanone gerade geschossen? Das war ja wohl gar nichts. So, ist das Level jetzt endlich durch? Nein, ist es nicht. Warum sollte es auch? Den bauen wir um und dann machen wir einen Bremsklotz hin. Und den leveln wir noch ein bisschen hoch. So, sonst rennen die mir nämlich hier immer zu schnell durch. Geschafft. Der wollte, der kam nicht mehr durch. So, aber jetzt reicht's aber auch langsam, oder? Ach, guck mal, hier kann ich noch einen bauen. Da pflanzen wir doch noch ein Kanönchen hin, oder?
gesehen, dass da noch ein weißes Feld war, ne? Ich will dem noch ein Upgrade schenken. So. Ja, also man könnte dabei sitzen. Wäre wahrscheinlich ein bisschen bequemer. Und hier kommen wir wirklich Horden. Also das ist jetzt Welle 20 von 20. Da oben sieht man es nämlich. Meine Güte, du, aber jetzt geht aber hier gerade richtig die Post ab. Da rutscht mir einer durch, Erledige den. Mensch. Aber hey, Leute, immerhin 2 Sternchen. So. Das nächste Level hier zeige ich euch nicht mehr. Dafür zeige ich euch nochmal schnell, wie ihr in den Multiplayer kommt. Battle. Und es gibt auch ein Tutorial für den Multiplayer-Anteil. Und ich zeige euch das mal einfach nur schon von der Grafik her, weil das ist noch aufwendiger gestaltet, das Ganze. Guckt euch das an. Das da drüben ist zum Beispiel mein Dorf und hier ist das Dorf meines Gegners. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, stehen wir hier gemeinsam in der Mitte, können wir quatschen? Oder sieht jeder bloß die gegnerischen Horden, aber sein Gegenüber nicht? Das würde mich natürlich brennend interessieren, aber das ist doch schon, das ist doch qualitativ, ist doch das richtig schön gemacht, oder? Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. So, Leute. Ja. Da kann ich, guck mal, das zeige ich euch noch. Da kann man sich hier so seine Horden selber bestücken, wie viel Kraft sollen die haben, wie viel Leben soll die haben, wie schnell sollen die sein. Die kann ich natürlich auch noch alle upgraden. Und so kann man richtig schön strategisch sich das Ganze verteilen, ne? So, und jetzt ist hier erstmal Ruhe. Ruhe, habe ich gesagt. Jetzt Pause. So, also, wo seid ihr? Da! Wir sehen uns im Outro. Ja, bevor wir aufs Fazit kommen, Leute, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das doch jetzt bitte, dann verpasst ihr nämlich auch nichts mehr. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, entweder unterm Kanal auf Abonnieren oder in einer der Ecken, ich weiß nicht, wo sie ist, irgendwo unten rechts, links, da ist noch so ein Abo-Knopf, da könnt ihr doch auch mal drauf drücken, das freut mich unheimlich. So, Fazit zum Spiel, cooler Scheiß, also wirklich, ich bin jetzt nicht so, wie gesagt, der Oberspieler von diesen Spielen, aber das ist ordentlich gemacht, das ist ordentlich umgesetzt. Ich hatte keine Fehler jetzt da drin gehabt und ich glaube, das macht richtig Spaß und vor allem macht das sicher auch Spaß im Multiplayer. Und ja, ich hoffe, das kann ich demnächst mal ausprobieren. Leute, ich verbleibe wie immer mit spielt was Schönes, bis zum nächsten Mal, euer Zitronenarzt. Tschüss.